Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zurück hier auf der Kanadin. In der Zwischenzeit haben wir das Thema Mäandrieren eruiert. Und ja, Grüße an den Geschichtslehrer von Marco. Er hatte recht. Das kommt vom griechischen Wort Meandros. Und so wurden damals Flüsse in der westlichen Türkei genannt, der große Meander und der kleine Meander. Und die sind tatsächlich durch ihre schlingenartigen Verläufe bekannt. Von daher, ja, passt es tatsächlich. Achso, ich müsste eigentlich wahrscheinlich eher den ersten abtanken. Ich tanke jetzt mal hier eben ab. Vielleicht tanke ich so teilweise ab und komme dann wieder zurück. Ah, der Sven hat vorhin ein bisschen abgetankt bei mir, ne? Ja. Im Vorbeifahren, okay, deswegen ist er noch nicht ganz voll. Und ja, aber ich grüße erstmal die Senioren und Seniorinnen, die heute Abend dabei sind. Hallo zusammen. Hallo. 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 So, also tipptopp, Marco, Geschichtslehrer, eine satte 1. Ja. Also man kann ja die Wörter kennen und die Bedeutung der Wörter, aber die Herkunft ist auch nicht verkehrt. Das ist schon auch cool. Da ich ja weiß, dass ich mit dir als Gebildeten... Als Gebildeten, ja, ja. Menschen zu tun habe, lese ich natürlich jeden Tag jetzt ein Buch, um da mithalten zu können. Ich lese jeden Tag ein Buch. Ist auch schön. Aber dieses Wissen hast du doch eher aus deiner Jugend, ne? Ja. Das ist ja immer das Bemerkenswerte, welches unnötige Wissen aus der Schulzeit hängen bleibt. Ja, das ist echt so. Was man im Leben nicht mehr braucht. Ja, jetzt hast du es gebraucht. Ja. Also... Jetzt konnte man mal glänzen. Das waren diese 5 Minuten Glanz, die sich da ergeben haben. Ja. Ist schon wichtig. Mike, wie viel hast du noch drin? 3000. Ich bin jetzt gleich voll. Ich weiß nicht, wie voll der ganz vorne ist, aber ich muss jetzt stoppen, tatsächlich. Ja, ich denke, ich werde Sven vorne erstmal abtanken, damit das da weitergeht. Ja. Dann fahr ein Stück zurück, Rosi, weil ich habe erst 30%, ja, damit ich deine Bahn übernehmen. Jo, leer. Das ist perfekt. Machen wir so. Ich bin gleich auch zurück wieder und hab den weiteren Abtanker. Wo geht denn Soja hin, Mike? Hast du das schon eruiert? Bei Wabisdorf. Ach so, ja, genau. Ja, bitte. Den Weg kenne ich. Da komme ich hin. Das ist ja kein Problem. Aber Preis ist fallend, ja? Ja, ja, wir geben Gas. Wir beeilen uns. Das wird hier mit den ganzen Dreschern, das wird hier richtig gut werden. Das sehe ich schon kommen. Eigentlich müsste ich auch nochmal... Ich kann auch tauschen, wenn du Dreschen magst. Oh ja, dann könnte ich vielleicht gleich mal eine Runde Screenshots machen. Ist auch nicht verkehrt. Aber wir haben ja nichts drauf, ne? Ich muss jetzt alles über die Konsolenbefehle gleich eingeben. Ist ja alles weg. Aber schön aufpassen auf den Traktor, ne? Das ist ein... Ich bin mal kurz auf K, bis der Abtanker kommt. Ist ein wichtiges Gerät. Obwohl, ich dem gesagt hat. Also, Mike hat er im Griff. Boah, ich habe gerade gedacht, dass der Drescher hier die Geräusche vom Bolz macht. Ding, was ist denn jetzt los? Geklont. Genau in dem Moment, wo ich aufs Gas gedrückt habe, ging das ab. Ja, witzig. Tom, du kommst dann zum Feld, oder? Zum Abtanken? Jo, ich bin auf dem Weg. Ich fahre nämlich jetzt gleich weg. Ich hoffe, der Deutsche überlebt das hier. Ja, was? Der überlebt das locker. Mike. Das ist eine moderne Technik. Wenn einer Rosi findet, die könnte wieder 5000 Liter fahren. Rosi? Ich hätte gesagt, sie wäre kurz AFK. Ah, sie ist weg. Ja, die ist bei eben. Davon. Fort. Oh, krass, wie leise die sind. Jetzt könnte ich den Sound wieder lauter machen. Der Deutsch ist eigentlich ein bisschen zu laut. Also das Problem ist, ich finde die, das ist ja cool, wenn die auch, die dürfen ja gerne ein bisschen lautere Sounds haben. Aber so im Vergleich zu den anderen Geräten, das ist halt nicht ausbalanciert, ne?
Und das finde ich auch bei dem MB-Truck, der ist nicht ausbalanciert zu den anderen Geräten. Das ist eigentlich das, was mich stört. Den Sound könnte man bestimmt noch anpassen in der Lautstärke. Ist nicht der Silent MB-Truck drauf? Von Willi? Vermutlich nicht mehr. Wir haben MB-Truck im Moment gar nicht drauf. Ich meine, das war jetzt eine grundsätzliche Aussage, was die Lautstärken der Geräte angeht. Ich, wie gesagt, ich fände es cool, wenn da ein bisschen mehr an dem Sound gemacht würde. Und die dürfen auch gerne von mir so ein bisschen lauter sein. Der MB-Truck ist natürlich auch lauter als so manch moderner Traktor, das steht völlig außer Frage. Aber es steht dann oftmals nicht im Verhältnis. Also um die Modder machen dann oftmals, um das zu zeigen, dass der laut ist, und drehen die halt so richtig auf. Und dann ist es mir einfach im Vergleich zu laut. Also jetzt zum Beispiel die E517, die gleiten ja so förmlich dahin. Die hört man ja quasi gar nicht. Die sind im Original bestimmt auch nicht so wirklich leise. Könnte ich mir vorstellen. Das waren flüsterleise Geräte, oder? Natürlich. Die haben alle Kinder gehört im Dorf, wenn die angingen. Und die Kinder immer direkt zum Feld gerannt. Eigentlich war das cool, ne? Definitiv, ja. Ja, es gab so bestimmte markante Geräusche, wenn du die gehört hast, hast du genau gewusst, wo du hinrennen musst. Ich bin bei 88%, wenn denn mal irgendwann ein Abfahrer in der Nähe wäre. Ich bin ja da. Da kommt ja, Patrick. Patrick ist voll. Patrick ist bei voll, ja. Ich bin bei 91%. Ja, falls es nicht reicht, an Feld 6 stehen noch die zwei kleineren LKWs zur Not. Ne, ich bin jetzt da. Weil der Soja-Ertrag ist nämlich ein klein bisschen höher als der Raps. Das wird ein bisschen schneller gehen jetzt. Wie jetzt? War der Raps-Ertrag etwa nicht hoch genug? Nein. Hat also die Drescher nicht richtig eingestellt? Wenn ihr die Dinger so kacke einstellt. Ja. Bergauf gedroschen, hab ich gelernt. Nicht richtig getünkt. Die Siebe falsch eingestellt. Das ist einfach so ein Ding. Das, Dreschkorb offen und der Wind voll auf. Das ist, tödlich. So, ich fahre auch schon mal das Röhrchen aus, dann kann Tom gleich auch mal hier vorne langkommen. Der Tömmli. Der kommt, tankt schnell den Marco ab. Ja, mach mal. Mach mal ein bisschen. Ich hab's ja frühzeitig gesagt. Ich bin 100% voll. Also. Ich kann ja noch die Position, die Palava-Lampe anmachen, dann ist es da deutlich. Hier ist Action. Hier. Das sieht man von hier schon nicht mehr. Was? Das ist die Grafikeinstellung. Dann dreh mal dein die Blinkreichweiten auf. Maximum. Das die Palava-Lampen modden, damit man das über die ganze Karte sieht. Auf der Hasefeld ist das so. Die haben echt eine riesen Lichtkegel geworfen. Das war schon echt enorm. Wieder da. Maybe. Aber die haben wir da auch entschärft damals. Nee. Die Sicher? Auf der Hasefeld haben wir laufen lassen, so wie sie waren, ja. Also. Eine Produktion, oder meinst du? Ja, genau. Überall an den Produktionen und an den Toren. Also die gingen ja überall auf. Die BGA zum Blind machen? Ja, genau, die Hasefeld-BGA. Das war bei den Nachtfolgen schon irgendwie auch witzig, ne, wenn du da zu der BGA gekommen bist. Also das war so Disco-Light, das war so oft, aber das war bei allem so ein bisschen übertrieben, ne, die Brunnenbeleuchtung war ein bisschen drüber, die ganzen Rotlichter außenrum. Wenn das ein bisschen dezenter gewesen wäre, wäre die Karte, also die Karte war richtig cool. Also ich würde die tatsächlich auch wieder spielen, sage ich euch ganz ehrlich, ist eine der Karten, die ich mir ein zweites Mal vorstellen könnte. Ja. Auch weil ich die Produktionslinie mit diesem All-in-One eigentlich ganz witzig fand. Aber da waren wir sogar, dafür waren wir sogar zu wenig. Wir haben den Hof haben wir gemacht mit, so ich glaube kontinuierlich 3-4 Leuten, ne? Ja. Thomas. Die Produktion von der All-in-One ist ja auch keine. Wahnsinn, was sie alles an Materialien haben möchte, ne? Ja, genau, die braucht einfach die ganze Karte. Und du, Dieter hatte die Pferde und
war noch. Willi und Detlef haben ihr eigenes Ding gemacht. Genau. Dann haben wir immer so Aktionen halt. Ich weiß genau. Noch, das Containertor. Was ist gemacht, mein Svenner-Plan? Das Containertor war auch cool, ja, das stimmt. Die, Da fehlte allerdings Auto-Attach bei den Containern. Ja. Mario, bleib stehen. Wir müssen da was vorbereiten. Ach, Mist. Da haben wir auch viel mal zusammen gemacht, gell? So Aktionen. Mhm. Das war schon auch cool. Obwohl das ja, jetzt muss man sagen, hier auf der Kanal machen wir das ja auch viel. Wir sind ja ständig in gemeinsamen Projekten. Also wenn, wenn du jetzt hier siehst mit den 5 Dreschern, 2 Abfahrer drauf, schon auch cool. Kannst du fahren, Sven? Gut, ich bin leider abgestürzt. Ich werde... Guck doch mal in den Lokfall, bitte. Nein, ich bin sanft gelandet. Würdest du trotzdem in deinen Logfile gucken? Ja, das kann ich machen. Dann einmal den letzten Eintrag da ja, angucken, bevor. Wenn da Crow drin steht, dann müssen wir da mal. Nee, der letzte Eintrag ist Willy joined the game. Aber das ist ja mit dem Teufel. Das ist ja jedes Mal steht dann in der Serverlog drin: Game saved successfully. Ist von euch einer als Admin eingeloggt? Könnt ihr die Rosi rauswerfen, damit wir den Drescher stoppen können? Die Rosi denn ihren LS schon zu? Ja, ist zu. Hat jetzt gerade auch den Server verlassen. Okay. Aber das ist jedes Mal, wenn er das Spiel speichert. Das hat man auch schon mal gesagt, ne? Immer wenn der Speicherung kommt. Aber die Speicherung war doch gerade schon, das stand doch jetzt gerade schon, oder? Also ist ja schon etwas länger her, oder? Nö, 21:53 Uhr. Ich hab diesen kurzen Ruckler tatsächlich gehabt. Ja, das kann natürlich sein. Ich hatte keinen Ruckler gehabt zum Speichern oder so. Der auch ein kleiner war da bei mir. Und es ist jedes Mal, wenn du ins Log guckst, Game saved successfully, Maria Hirschfeld left the game. Game saved successfully, Willy left the game. Okay. Und das ist jedes Mal nach dem Spiel speichern. Ist das das automatische Speichern oder das DD-Save speichern? Das ist das automatische. DD-Save ist im Moment runter. Okay. Ja. Das heißt, ab sofort ist immer einer auf der Karte. Wir würfeln, wer wann schläft. Also ich weiß, dass ich jetzt schlafe. Ich nicht, wir würfeln erst. Die Frage ist, ist noch ein Admin drin? Ich bin noch da, ja. Speicher doch mal bitte. Nein. Und dann. Absch. So, Speicherleck hatte ich auf jeden Fall. Das hatte ich auch. Ja. Jo. Ja, schöner Screenshot, Patrick. Genau so. War schön. Da war so ein Geknubbel hinter mir irgendwie. Mike, na gut, meine Lieben, ich verabschiede mich dann für heute. So. Ich hoffe, das ist okay, weil ich kann den Drescher natürlich jetzt nicht mehr zurückfahren, aber vielleicht kann ja jemand reinhüpfen oder so. Das schaffen wir. Das wird wir sperren ihn ab und lassen ihn stehen. Kein Thema. Fein. Dann bis morgen oder so. Tschüss. Tom, hast du gerufen? Ja, bist du demnächst wieder am Feld? Ja, ich bin jetzt leer, gerade bei der Beiwache rausgefahren. Okay. Der Deutz fährt halt nur 40. Das stimmt. Könnte man anpassen. Aber nö, das alles gut. Realistisch. Ich habe 63%. Tom, passt das bei dir noch rein? Alles klar, Nico. Guten Nacht. Guten Nacht. Also ich fahre in der Ende keine 40, wenn die Hänger voll sind. Das ist klar, habe ich ja. Ich bin froh, wenn ich das Ding B30 zum Stehen kriege. Komm, lass mich zur Ecke noch vorfahren und dann... Ich habe noch 6%, dann bin ich voll. Ach, Mist. Ja, ich bin gleich bei der Kuhweide Biesdorf. Wie gesagt, zur Not stehen auf der 6 noch die 2 kleineren LKWs. Also ich komme bis zu dem kleinen LKW da vorne. Aber der steht hier schon auf der 5, einer. Ja, dann geht's ja. Ja. Und los. Gut, jetzt war es natürlich auch nicht das. Jetzt war es ein von uns getriggertes Speichern. Ja, was das heißt, sie haben das auf 15 Minuten stehen, das Speichern, ne?
oder? Ja, obwohl wir haben auch, überleg mal, wir haben manchmal... Also dafür sind aber dann wenig geflogen, wenn es am Speichern läge. Also speichern nicht alle 15 Minuten einer. Auf 30 Minuten. 30 Minuten. Aber es war nicht jede halbe Stunde einer geflogen, oder? Nee, aber das kann ja sein, dass er sich denn mal verschluckt beim Speichern. Ja. Ja, aber warum trifft es dann immer nur einen? Und warum fliegt er nicht vom Server runter? Kann natürlich eine Kommunikation zwischen Server und Client sein, dass der Client sich dann aufhängt. Ja, also das, da gibt es ja viele Möglichkeiten tatsächlich. Das ist ja das Schlimme. Sonst wäre es einfach. Patrick, du warst geflogen, ne? Ganz am Anfang mal, ja. Ganz am Anfang war? Gegen 9. Der erste, glaube ich, ne? Ja, so gegen 9, ja. Ich glaube, ich war der erste Flieger. Bist du eigentlich heute Abend ein ausgeben, oder? Erste Runde geht auf dich. Air Force One. So. Aber Mike, ich fahre auch nicht viel schneller. Ja, es ist echt. Man weiß einfach nicht, wie man es richtig analysieren soll. Also ich finde auch, die Auswertungen sind wirklich mies. Das ist nicht hilfreich irgendwie, ne? Da steht nichts, was einem weiterhilft. Ne. Also man muss ja mal wirklich sagen, wir hatten ja bislang selten so einen fehlerfrei laufenden Server nach Block jedenfalls, ne? Ja, das stimmt. Vielleicht ist es das. Genau. Zu wenig Fehler. Die Originalmods draufpacken, die ganzen Fehler drin hatten. Vielleicht müssen die sein, damit es läuft. Ja, damit die Engine nicht so schnell läuft. Genau, das ist verschluckt, die sicher. Läuft zu platt. Ja, die will dann den zweiten Kern einschalten, das klappt halt nicht. Ja, nicht wieder die Kerndiskussion. Das ist der innere Kern. Der innere Kern. Liebe Leute, aber wir sind gerade über 11 Millionen gekommen. Also, das ist schon mal ein kleiner. Anders zum Feiern, oder? So eine Schnapszahl. 11 Millionen gestreamte Minuten, oder was? Quasi. Nein, wir haben 11 Millionen Euro auf dem Konto hier. Bei dann den brauchst Senioren. Du bei 11.111.111. Ja, da kommen wir erstmal nicht hin. Könntet ihr euch eigentlich das Feld 24 gönnen? Könnten wir tun. Macht ihr das dann fertig? Kaufen, kaufen, kaufen. Ja, klar, logisch. Kaufen. Könnt ihr doch eben fertig machen, oder? Mhm. Ja, kann man Mittwoch kann machen. Kann wieder kalken. Steht da drauf, Kartoffeln? Nee, das Feld ist verdorrt. Das müsste man unterpflügen, gruben. Und kannst du ja erst Mission drauf machen und dann kaufen wir es. Wir haben keine Zeit für Missionen, wir müssen ja für die ehrenwerten Herren arbeiten. Hast du aber überlegt, was du erzählst, ja? Man muss ja immer suchen. Wer hat denn hier gedroschen? Da ist die Rosi runtergeflogen. Ach so, okay. Gibt's denn eigentlich jetzt noch Ideen für nächste Woche, oder? Entschuldigung. Ich bin aber auch leer jetzt. Naja, ich verabschiede mich auch. Alles klar, Marcel, gute Nacht. Ciao. Ciao, Marcel. Ne, wir möchten noch keine Ideen äußern, weil wir noch nicht wissen, ob das stattfindet jetzt gerade. Also ich muss ganz ehrlich, ich weiß halt nicht, ob das mit der ständigen Fliegerei, obwohl es würde auch in einem... Ach, wisst ihr was, komm, wir machen das jetzt. Liebe Zuschauer, jetzt wird's offenbart, ne? Wahrscheinlich kommt diese Folge am
Montag oder Dienstag. Montag wahrscheinlich. Ist die vorletzte Kandin-Folge vor der 100. Und die 100 wird es dann am Mittwochabend im Livestream geben. Das heißt, ihr könnt dann, wir machen dann 100 Minuten für euch Livestream. Ja, ist ein kurzer Livestream, aber 100 Minuten live auf der Kandin. Da könnt ihr uns ein paar Fragen stellen. Falls ihr nochmal ein Gerät sehen wollt, könnt ihr das gerne live mitmachen. Mittwochabend tatsächlich ab 21 Uhr live auf der Kandelin. Das hat so noch nicht gegeben. Und Marco möchte abgefahren werden. Ja, ja. Erst Patricia, erst die Mädels, dann die Jungs. Kennt das doch. Ich wollte halt nicht dazwischen plappern. Deswegen. Ja. Dann kannst du Sven ja auch noch kommen. Und dann sagt uns doch mal, liebe Zuschauer, was ihr davon haltet. Habt ihr da Bock drauf? Und ich weiß, es gibt einige, die sich das mal gewünscht haben, mal einen Livestream von der Kandin. Jetzt wird es das geben. Jetzt müsst ihr also, dann müsst ihr tatsächlich, seid in der Pflicht, dann auch entsprechend einzuschalten und reinzugucken. Sonst können wir dein Zukunft ja nicht mehr drauf hören, ne? Nein, kleiner Spaß. Die könnt ihr ja auch nachträglich gucken. Also die Folge wird auch weiterhin, klar sind dann 100 Minuten, vielleicht auch ein bisschen mehr. Die wird dann natürlich auch in der Playlist später erscheinen, dass ihr es auch nachher gucken könnt. Was wir dann machen, wissen wir noch nicht genau. Aber es wird bestimmt, ja, ich sag mal so, es wird ein Traktor sicherlich irgendwo in der Nähe sein. Das, bestimmt. Ne? Ja, der eine oder andere wird da sein. Ja, denke ich auch. Und dann mit dieser Ankündigung lassen wir euch jetzt alleine. Tschüss. 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 Und auch von mir alles Gute. Bye, bye und ade.